war einmal ein reiches Land. Das hatte einst blühende Landschaften, hatte Dichter und Denker und baute die besten Autos auf der ganzen Welt. Die Bewohner dieses Landes waren für ihren Fleiß, ihre Disziplin und ihre Ideen weit über die Grenzen hinaus bekannt. In dieses schöne Land wurde ich einst hineingeboren. Mein erstes Sparbuch habe ich mit 3 Monaten erhalten. Das Wort Rente habe ich mit 4 Jahren zum ersten Mal gehört und bis heute noch nicht begriffen. Mir ging es als Kind gut, denn aufgewachsen bin ich in einem schwäbischen Krämerladen mit äußerst humorvollen Eltern. Ja, die am Haus aber, mein Kerl. Die sind nicht Schaupner, die ist ein Kehrerschlecker. Während jedoch meine Geschwister gerne dem Gott der Arbeit frönten, war ich eher der Träumertyp. Ich sah nicht so recht den Sinn im Holz auftürmen, nachdem ich gelesen hatte, dass unsere Sonne eh einmal verglühen wird. Dann hatte ich die entscheidende Vision. Wer bist du? Der Wald, Konstantin. Du sollst da einmal etwas Besseres werden. Dichter, Schriftsteller oder zumindest Verwaltungsbeamter. What? Da ich von beidem etwas hatte, von einem Dichter und einem Verwaltungsbeamten, bin ich Filmemacher geworden. So verbrachte ich mehr als 33 Jahre gut und glücklich in diesem schönen Land genannt Deutschland. Und dann plötzlich das. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Im September waren 4.256.700 Menschen arbeitslos. 1,5 Billionen Staatsverschuldung des Bundes. Der weltweite Aufschwung geht an der Bundesrepublik Deutschland vorbei. Die Niederlage gegen die sogenannte B11, perfekt. In Deutschland gibt es inzwischen 13.000 Einkommensmillionäre. Die schlechte Nachricht, die meisten von uns sind damit von dieser guten Nachricht nicht betroffen. Ich wüsste kein Land, in dem so viele mit so großer Lust, so schlecht, so negativ über das eigene Land sprechen, wie das bei uns in Deutschland geschieht. Eine Depression legte sich über mein ganzes Land. Auch ich litt plötzlich an Schlafstörungen, wurde geplagt von Haarausfall. Wissen Sie, was das für einen Mann bedeutet? Und bekam heftige und zahlreiche Allergien, von denen ich nicht wusste, woher sie kamen. Der hat den ganzen Teppich aus der Wohnung gerissen. Da war ich echt nah dran, den zu verlassen. Am Ende war ich überzeugt, ich hätte die gefürchtete Zementallergie. Und mein Leben in der Zivilisation wäre somit beendet. Die Zementallergie hat mein Leben zerstört. Meine Frau hat mich verlassen. Die Kinder wollen nicht mehr zu mir. Ich komme in keine Wohnung mehr rein. Kurzum, ich hatte eigentlich keinen Bock mehr auf dieses Land. Ich litt an mir und an Deutschland. Ich wollte weg, einfach mal abhauen. Wie andere Filmemacher auch, staatliche Mittel dazu nutzen, in ferne Länder zu reisen. Dokumentationen drehen über Indianer, Pygmäen, Mongolen, Eskimos, Österreicher, egal. Doch dann kam etwas Unerwartetes. Los! Ich sollte Vater werden. Riesige Freude über das beginnende Leben mischte sich mit dem Gefühl, mein armes Kind in dieses deutsche Jammertal zu setzen. Jedes Kind, das heute auf die Welt kommt, kommt bereits mit 16.500 Euro Schulden auf die Welt. Und einatmen. Als ich im selben Jahr noch meinen ersten eigenen Asthmaanfall bekam, suchte ich einen Spezialisten auf. Herr Feigle, Sie klagen über eine Reihe unterschiedlicher Beschwerden, die sich keinem konkreten Krankheitsbild zuordnen lassen. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, ob Sie vielleicht an einer Depression leiden könnten? Wie bitte? Depression? Jetzt hatte ich es schwarz auf weiß. Ich und Deutschland waren depressiv. Das konnte nicht sein. Das durfte nicht sein. Ich musste etwas unternehmen, herausfinden, woran unsere deutsche Seele krankt und was man tun kann. Ich will nicht, dass mein Kind in ein depressiv verstimmtes Land mit einem depressiv verstimmten Vater hineingeboren wird. Und Recht und Freiheit für das deutsche Volk.
Amparo ist es nicht recht, dass ich gehe. Doch meine Mission ist wichtig. Und Männer müssen tun, was sie tun müssen. Die Expedition zu unserer schwermütigen deutschen Seele beginnt dort, wo Deutschland am schönsten ist. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus uralten Zeiten, das geht mir nicht aus dem Sinn. Die Luft ist kühl und es dunkelt, und ruhig fließt der Rhein. Die Wipfel der Berge funkeln im Abendsonnenschein. Wir fahren weiter dorthin, wo Deutschland am deutschesten ist. So mancher Japaner sieht von unserem Land nur diese eine Gasse. Hier hoffen wir, etwas über unsere deutsche Seele zu erfahren. Und was Sie hier im Laden haben, ist das für Sie Deutschland oder? Der Ausländer sieht das so als Deutschland, weil ich habe das irgendwann schon mal zu jemandem, auch so ganz gute Kunde. Der Ausländer sieht der Deutsche gern in einer Lederhose, so ein Tiroler Hut auf dem Kopf, eine Kuckucksuhr an der Wand und so, ist so Standard. Wir tun eigentlich nur einen Standard erfüllen. Das sehen wir mal vom Zweiten Weltkrieg und Hitler ab, aber haben wir Deutsche eigentlich nur für mich gesehen eine gute Kultur. Wir haben viele Wissenschaftler hergebracht, Dichter. Schon eine Denkernatur, denke ich schon. Ich bin eigentlich schon stolz, Deutscher zu sein. Um uns Deutsche zu begreifen, schaue ich zunächst zurück in unsere Vergangenheit. Was sind wir Deutsche eigentlich für Hansel? Die Deutschen, die Germanen. Germanien war voller wilder, unterschiedlicher Stämme. Aus Faulheit nannten die Römer einfach alle Barbaren dort Germanen. Ein solcher hat den Römern dann ordentlich eins auf die Mütze gegeben. Hermann der Cherusker und wurde zum germanischen Volkshelden. Doch es war wie heute. Die Stämme waren zerstritten und Hermann wurde von seinen eigenen Leuten erschlagen. Erst Karl der Große hat die Deutschen unter einem heiligen römischen Reich deutscher Nation vereint. Da es aber noch kein offizielles Deutsch gab, waren die Steuererklärungen noch auf Latein geschrieben. Pracht und Herrlichkeit des Deutschen Reiches gingen mit dem Tode Friedrich Barbarossas wieder den Bach runter. Kaiser Rotbart ist beim Rasieren in Kleinasien ersoffen und haust seither als Erlöser der Deutschen im Kiffhäuserberg. Luther schrieb dann das Neue Testament auf Deutsch und erfand damit sozusagen das Schriftdeutsch. Gleichzeitig, wie er uns damit sprachlich einte, legte er das weltliche Schicksal Deutschlands weiter in die Hände zerstrittener Fürsten. Bis Mitte des 18. Jahrhunderts gab es so über 300 deutsche Kleinstaaten. Dann gab es endlich eine kleine deutsche Revolution und Preußens König hatte Angst, dass jetzt sein Kopf rollen würde. Als Friedrich Wilhelm jedoch merkte, wie zerstritten die Revolutionäre waren, blieb alles beim Alten und die Revolution fiel ins Wasser. Der gemeinsame, freiheitliche Gedanke steckt uns Deutschen also nicht gerade im Blut. American Dads are very young and passionate, and in France, like in Paris, we find it's full of art. But here, maybe German a little bit, they lack the imagination, but they are very good at technology. German are seen that arrogant, very typically arrogant. Yeah. It's very different from British or French or the Australian. Yeah. That's the very obvious thing. Mm. Of German. Yes, yes. That maybe make people, make Asians feel uncomfortable. It's very difficult to change different people. When you are born, you were born to be that. It's really difficult to change. You think it's genetic then? Yes, where you're born? You have that character. You have that blood. But I think we've got more sense of humor. Yes, I think you're more serious until you've had a few beers. German need beers to keep smiling, to relax. Yes. And you and the British? Well, we laugh at things a lot more easily.
that yeah. you don't laugh at, you see. You think we're mad, probably. We need to laugh. Can't. If we didn't laugh, we'd cry. Shoot ourselves. Oh, enjoy your trip. Eines tröstet mich. Zumindest was Mode betrifft, scheint den Briten auch nicht gerade der Geschmack in die Gene gelegt zu sein. Doch warum sind wir Deutschen so schwermütig, pessimistisch, dabei noch arrogant und jammernd? Haben wir etwa seit Urzeiten ein Depressionsgen in uns? Doch Depressiven kann ja mittlerweile geholfen werden. Zum Beispiel ihm vielleicht nicht mehr, aber einer meiner besten Freundinnen. Ich bin Julia und ich war depressiv. Vielleicht ist ja auch unsere deutsche Depression irgendwie therapierbar. Um das herauszufinden, bin ich mit dem Papst der Depression verabredet. Die Depression hat eine sehr starke genetische Komponente. Es ist eine vererbbare Erkrankung. Eine Depression beginnt gewöhnlich mit einer traurigen Verstimmung, die aber nicht aus der aktuellen Situation ableitbar ist, sondern Zug um Zug beginnt der Mensch immer weniger an etwas anderes denken zu können als seine eigene Verstimmung, seine Traurigkeit, den Druck auf der Brust, die Angst vor Dingen, die keine Angst bedeuten müssten, auch Angst um seine Existenz. Gleichzeitig hat er aber körperliche Symptome, Magen-Darm-Beschwerden. Er kann nicht mehr gut schlafen, hat keinen Appetit, kein Interesse an schönen Dingen. Trifft das nicht auf den Gesamtseelenzustand der Deutschen jetzt gerade im Moment auch zu? Ja, es ist vielleicht eine gehemmte Depression. Aber nicht im strengen klinischen Sinne, sondern eher als eine milde Form, die aber aufgrund der Massenhaftigkeit im ganzen Land schon schwere Auswirkungen auf die Gesamtbefindlichkeit und auch die Gesamtleistung hat. Wenn man davon ausgehen kann, dass die klinische Depression eine genetische Disposition hat, war meine Vorstellung, man könnte auch sagen, es gibt sozusagen ein deutsches Schwermutsgen. Deshalb habe ich den Herrn Dino mitgebracht als glücklichen Inder aus Kerala. Laut einer Happiness-Studie sind die Menschen aus Kerala die glücklichsten Menschen der Welt. Und da könnte man doch sozusagen wissenschaftlich dieses deutsche Schwermutsgen dingfest machen und man könnte nachher mit Medikamenten das Ganze therapieren. Was halten Sie davon? Eine Möglichkeit wäre tatsächlich zu schauen, welche geringen Veränderungen in der genetischen Ausstattung von Indern bestehen und im Vergleich zu den Deutschen. Und wenn das solche Gene sind, die die Grundlage für Zielstrukturen in unserem Körper sind, die man mit Medikamenten beeinflussen kann, dann kann man auch solche Medikamente designieren, die solche Genkomponenten entweder verstärken oder unterdrücken. Also, nix wie ein Zwerg. Man untersuche mein depressives deutsches Hirn und das glückliche Hirn aus Kerala. Das ist sie. Meine konzentrierte, schwermütige deutsche DNA. Zu blöd, dass der Mensch über 35.000 Gene besitzt, sodass ich und Herr Dino wahrscheinlich die nächsten Jahre hier verbringen müssten. Gibt es denn keine schnellere Lösung? Ich hätte aber einen anderen Vorschlag, wenn man das auch lösen könnte. Es ist ja im Zusammenhang mit dem Import indischer Wissenschaftler viel diskutiert worden. Vielleicht wäre eine andere Lösung, wir importieren Inderinnen und Inder, damit wir uns mit dem genetischen Pool dieser Population durchmischen und vielleicht dann auch ein anderes Mentalitätsprofil in Deutschland haben. Ein entsprechender Petitionsvorschlag an die Bundesregierung ist in Arbeit. Wir Deutschen haben also eine gehemmte Depression. Was ist es aber, was unsere deutsche Schwermut gegenüber anderen Nationen so einzigartig macht? Mierda, hijo de puta, coño. Das ist der José. Der jammert auch fürchterlich. Doch irgendwann mal wird's ihm zu bunt.
Und während wir Deutsche Vollprofis sind in dieser Disziplin, halb leer, versagt der Kubaner auf ganzer Linie. Medio lleno. Die Russen haben die Schwermut quasi zu ihrem Nationalcharakter erklärt und sorgen mit viel Bedacht dafür, dass sie ihnen auch erhalten bleibt, um weiterhin schwermütige Filme und Literatur zu produzieren. Ach, die бедная моя птичка, что же с тобой сделали, бедная уточка моя. Ай-яй-яй-яй-яй. Dabei sind sie gar nicht schwermütig und geben sich in harten Zeiten auch mal mit rohem Gemüse zufrieden. Ob die Sonne scheint. Hier sieht's mit unserem Nachbarn aus. Im Jammern sind wir uns sehr ähnlich. Ob die Roten an der Regierung sind oder die Schwarzen. Die ganzen Politiker, keinem kann man mehr trauen. Alle reden so durcheinander. Das Leben bleibt immer ein Trauerspiel. Ach, die Banken, die sind noch viel schlimmer. Die kassieren ja nur noch ab. Die Donau ist auch schon lange nicht mehr blau. Früher war alles besser. Ein Mann, ein Wort. Und jetzt? Aber zum Glück gibt's ein Kaffeetscherl und einen Chick. Und vor allen Dingen gibt's Normaler. Die sind immer noch fesch. Der Unterschied, wie mit allem sind wir Deutschen auch im Jammern so gründlich, bis wir uns selbst nicht mehr mögen. Und deshalb sind wir Weltmeister im Jammern. Ungeschlagene Weltmeister in der Königsdisziplin, im sich zermürben ohne viele Worte, sind aber nach wie vor die Finnen. Über den zweiten Platz in dieser Disziplin werden wir Deutsche wiederum so schwermütig, dass uns das internationale Komitee dann doch zum Gesamtsieger der Pessimismusspiele kürt. Im gründlichen Jammern und sich damit das Leben selber schwer machen, sind wir also ganz schön gut. Auch ich muss aufpassen, dass ich nicht nur jammere über das Jammern. Doch angeblich soll es ja auch glückliche Deutsche geben. Die leben laut einer Studie in Starnberg. Vielleicht wissen die ja, wie es geht. Entschuldigung, darf ich Sie was fragen? Eine Studie besagt ja, dass in Starnberg die glücklichsten Menschen Deutschlands wohnen. Was sagen Sie dazu? Also, wir wohnen wieder seit 10 Jahren hier. Und wenn Sie mich so persönlich fragen, ich kann das nachvollziehen. Ja. Wir fühlen uns hier sehr wohl und können uns eigentlich keinen anderen oder besseren Standort vorstellen in Deutschland. Jammern Sie selber? Ich habe glücklicherweise keinen Grund dazu. Wie wir uns überzeugen können. Leider gibt es keine unverheirateten Töchter mehr in der Familie. Ich glaube, wenn jeder seinem Tätigkeitsbereich versuchen würde, seine Aufgabe wahrzunehmen, seine eigene Aufgabe wahrzunehmen und die zu erfüllen, und in Anlehnung an den Satz von Kennedy, nicht immer zu fragen, was gibt mir der Staat, sondern was kann ich dem Staat geben. Ich glaube, dann würden wir erheblich schneller weiterkommen und unser gestecktes Ziel erreichen. Mhm. Soweit ich weiß, hat Kennedy einer seiner Villen zum staatlichen Waisenhaus gemacht. Nachdem ich weitere Klingeltöne Starnbergs kennengelernt habe, treffe ich eine glückliche Hausmeisterfamilie. Uns geht's gut. Klar, man verdient ein bisschen mehr, dafür zahlt man auch ein bisschen mehr Miete. Ja. Im Prinzip gleicht sich das wieder aus. Aber dadurch, dass man die Freizeitmöglichkeiten alle hat und den Urlaub fahren, brauchen wir eigentlich auch nicht. Ja, das ist vielleicht der Grund. Die Leute hier brauchen gar nicht in Urlaub zu fahren. Ja, wer sie heiratet, weiß sie auch schon. Ja, Michael Ballack. Michael Ballack willst du heiraten? Ja. Aber der ist doch schon vergeben, oder? Ja, das kann sich ja noch ändern. Ja. Wie sieht's mit Sebastian Deisler aus? Naja. Depressive haben heutzutage also keine Hochkonjunktur. Das war zu früheren Zeiten schon mal anders. Da konnten es Depressive weit bringen. Unser berühmtester, der König der Romantik, bringt mich auf eine Idee. Vielleicht brauchen wir in Deutschland ja wieder einen König, um wieder mehr lächeln zu können. Die Spanier haben ihn. Die Briten, die Schweden, die Holländer und die Belgier. Und alle sind sie irgendwie entspannter. Da schlägt ein schöner Adrenalinspiegel, Max, oder? Oder fahr einfach. Ja, fahr einfach. Ja, wenn da die Shuttlebusse kommen, gibt's Ärger. Dann fahren wir mal. In der Kini. Gibt es Konfliktpotenzial? Sexuell ist es so. Aber vielleicht spricht mir die Frau von Suzuki an oder von
Du hast deinen Führerschein im Lotto gewonnen, oder? Ja, hab ich. Ja, das glaube ich dir. Blödes Volk. Und Kenny braucht doch gar keinen Führerschein. Du schaust ja blöd, Kenny Ludwig, hä? Ja, das schau ich blöd. Ja. Wiederschauen. Erst vor dem königlich-bayerischen Amtsgericht gelandet. Also liegt dann doch nicht die Zukunft Deutschlands im bayerischen Gericht. Ja. Ja. Meinen Sie, dass Deutschland wieder einen König braucht, dass die Stimmung besser wird? Würde ich ja auch sagen. Ja. Ich würde einen König schön finden. Besser wie ein Präsident. Den können Sie ruhig im Kohl schmeißen. Frage der Temperatur. Die Deutschen, die oder Leute, die im Süden wohnen können, wo es sehr warm ist, wie die Italiener und so weiter, die lachen viel mehr, weil sie haben ein leichteres Leben. Ja. Aber die Menschen, die mehr im Norden leben müssen, wo es kälter ist und so weiter, ne, die können auch nicht so lustig sein. Oder wo Wein wächst und so weiter, sind lustigere Menschen, die lachen mehr. Aber wenn sie in Industriegebieten und so weiter arbeiten und leben müssen, da vergeht ihnen das Lachen. Ne? Mhm. Und das ist also nicht eine Eigenart der Deutschen dann nur noch, sondern das ist weltweit. Aber es gibt ja auch die Engländer, die haben noch beschisseneres Wetter und die lachen mehr als wir. Ho! Oh. Ich bin spezialisiert auf Handymasten harmonisieren, sodass sie für Tiere und Natur und für Menschen nichts mehr machen. Aha. Auch die Handys, alles solche Geschäfte und Fabriken so harmonisieren, die Arbeitsplätze wegen Krebs und Tumor und so. Ja. Oder wenn sie immer nah an diesen Sachen sind, oder? Ja. Das heißt, harmonisieren, sie stellen die einfach so auf, dass es nicht gefährlich ist. Ja. Also die Handyantennen, die harmonisiere ich mit Engelssymbole oder so, oder? Mhm. Wenn Sie die Elektronik stundenlang zu haben, Sie üben ja auch, oder? Ja. Oder? Dann passiert Folgendes, dann gibt es eine totale Blockade im Körper drin. Ach, deshalb? Ich habe hier nämlich auch Elektronik. Ja, eben. Das müssen Sie harmonisieren lassen, weil das gibt eine totale Blockade. Und immer stundenlang, dann wieder 2-3 Stunden und immer so. Ja. Das hat Folgen. Aha. Oder? Und was würden Sie den Deutschen raten? Die Deutschen sind ja auch irgendwie blockiert gerade. So mit der Wirtschaft, mit der Mentalität. Es gibt verschiedene Sachen, da kann man das harmonisieren. Ja. Das ist der kleinste Easy Beamer. Aha. Wenn Sie den umhaben, dann ist das alles harmonisiert. Dann haben Sie einen Schutz von 2 Meter Aura, oder? So einfach. Und es macht nichts mehr. Ne? Ja. Dankeschön. Alles tschüss. Das ist mir aufgefallen, wie ich jetzt eben hier in diesem Original-Setting als gefakter König Ludwig II. Rumlief, dass die Leute halt irgendwie echt sehr positiv auf mich geschaut haben. Also so richtig so mit einem Schmunzeln, mit einem Lächeln, mit einem Ausruf auch irgendwie und irgendwie so was Warmes. Das war was total Warmes, wie die halt auf meine Kostümierung da reagiert haben. Und das tut natürlich, ich meine, das gefällt einem natürlich als Person, aber man denkt eigentlich so, wie einfach kann man einen Menschen glücklich machen oder kurz so ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Was lernen wir aus diesem Tag? Erstens, ich brauche dringend einen Easy Beamer. Zweitens, Deutschland braucht dringend einen König. Doch ein König hätte es schwer in unserem missgünstigen Land. In welche Gehaltsklasse müsste man Ihre Majestät einstufen? Wer zahlt seine Rente? Ich will nicht, nein! Ja, die wollten ja auch den Ludwig fotografieren, dann müssen sie auch bei mir drauf. Und warum? Weil ich Sie fragen will, braucht Deutschland wieder einen König? Nee. Wieso nicht? Nee, unsere Demokratie ist schon gut. Aber man könnte doch einen schönen König haben, der ab und zu mal hier vorbeikommt und den Leuten wieder Mut macht und ein bisschen lacht. Das reicht schon, was wir jetzt an der Regierung haben. Ja. Fotografieren wollen sie ihn alle, aber dann ging es gleich los. Was macht denn der König den lieben langen Tag in seiner schönen Uniform und für das viele Geld, was er bekommt? Mein Vater ist der festen Überzeugung, dass der Neid an unserer Misere in Deutschland schuld sei. Deshalb fahren wir in meine Heimat,
ins Schwabenland. Hier gibt es nicht nur die fruchtbarsten und fettesten Ackerböden Deutschlands, sondern vielleicht auch das neidigste Dorf der Welt. Empfingen, mein Heimatdorf. Unter unserer Pergola habe ich eine Krisensitzung zum Thema Neid einberufen. Wieso heißt viertens der Neid? Das ist im vierten Gebot inbegriffen. Ihr habt da euer Haus richten lassen. Und da hat es ja auch geheißen, weil ihr im letzten Film von mir Hauptakteure waret, ihr hättet quasi eure horrende Gage dafür verwendet. Das stimmt. Ha? Da hat der Mann gesagt, da könnte man schon das Haus richten, wenn man Filmschauspieler sei, wie wir und ich und meine Frau Feine. Aber ich habe gesagt, wenn es auf das ankommt, dann hätten wir noch ein Heizhaus beieinander. Was hast du gekriegt? Da haben wir praktisch gar nichts gekriegt. Auf Deutsch gesagt, ein Rabbehalter vom Friedhof waren. Ja, da können wir schon so was machen. Da wäre ich mein 1000er verdient. Dann habe ich gesagt, die haben 1000 Euro, stand die nicht noch. Da habe ich mehrere verdient sogar. Ich denke, wenn wir schon das Liegen anfangen, dann muss man auch praktisch ganz liegen. Da war ja auch ein extremer Neid, als ihr noch den Laden offen hattet. Beschreib das einmal. Ja, da hat man mal das, was in der Kasse war, das sei alles Geld mir. Mehr auf ihn. Und da hat man keine Ahnung, was da. Nur finanzmäßig und sonst, was da Ausgaben so da sind. Also 17 hat einmal den Joghurt gekostet und 19 hat man es verkauft. Ja. Gell? Da ist ja nichts verdient und dann müssen wir noch Mehrwertsteuer zahlen. Das Letzte war so, da wir müssen noch drauflegen. Ja. Wegen dem haben wir praktisch aufgehört. Gell? Ja. Bist du selber neidisch auf andere? Nix. Ich bin froh, wenn ich morgens gesund aufstehen kann und das reicht mir. Und dass ich ein bisschen untertags arbeiten kann. Wenn ich jetzt mit einem Porsche da herfahren tät? Ja, na, der ist auch geil. Also der Mann, der hat ein bisschen einen Bunch. Ja, das ist mein Nebengeschäft, das ich vor ein paar Jahren einfach entdeckt habe. Das sind Autos, die hier dauernd standen von Kunden. Also, die haben ihren Dauerstellplatz hier sozusagen. Aha. Und die haben einen Dauerwartungsvertrag. Die haben einen Schlüssel fürs Rolltor. Ja. Dann kommen sie dann rein, können ihr Auto rausholen, machen eine Spritztour und stellen wieder ab. Wenn jemand einen Porsche hat, wieso lässt er den Porsche hier stehen bei Ihnen? Also, wenn man einen Porsche hat, dann will man den zeigen. Ja, ja, aber ich denke, es gibt vielleicht auch neidische Nachbarn oder Kollegen oder sowas. Ja. Das will man dann doch nicht vielleicht so ganz den Neid rausfordern von den Leuten hier. Aha. Und deshalb standen die hier. Und dann kommen sie einfach mit einem ganz normalen Audi oder VW oder Golf. Also, Sie profitieren quasi vom Neid der Leute? Ja. Ja. Dass die Leute sagen, wir stellen den Porsche bei Ihnen unter. Genau. Ja. Ja. Fahr doch mit mir eine Runde durch Epfingen mit dem Porsche, komm. Na, ich? Ja. Ich mach die Hose voll. Wieso? Ich fahr ganz langsam, komm. Ja, ja. Na, treffen wir ein paar Leute. Mo. Auf der Straße. Also, sitz nein. Wie ist das in Deutschland mit dem Neid oder dem Empfingen? Allgemein wahrscheinlich fürchterlich, denke ich mal. Ja. Ja. Und in Empfingen wird es wahrscheinlich viel anders sein. Ja. Ja. Also in Deutschland grassiert der Neid, deiner Meinung nach? Sehr arg, ja. Immer mehr. Bist du selber neidisch? Manchmal ja, ja. 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 Also wenn's halt, wie gesagt, wenn ich halt sage, Mensch, ich spare jeden Tag oder mache und gucke, spare für irgendwas und ziehe, hat er spart doch bestimmt nicht so oder denkt vielleicht so und fährt trotzdem ein riesiges Auto, dann denke ich schon, also wie geht auch das? Aber Empfingen ist ja schon ein bisschen. Da haben sie ja schon Geld. Da haben sie Geld. Gibt es auch mehr Porsche? Bestimmt, da ja. Da reiche, gell? Da haben auch manche schon das Auto wieder wechseln müssen, dass man das eben nicht so offensichtlich sieht. Ja, genau. Weil es vielleicht halt einfach fürs Geschäft schlecht ist. Weil was haben die anderen Leute noch gedacht? Ja, dass er schon zu viel Geld hat und dann muss er mit ihm nicht auch noch ein Geschäft machen, dass er noch mehr kriegt. Aha.
Wir sind noch lange nicht so weit, dass wir sagen, okay, wir lassen jetzt los. Ja. Das berühmte Loslassen vom Materiellen, von den Dingen, ja, ich sage mal Wünsche, wo man nicht erkennt, dass es Illusionen sind. Wünsche kann man auch, das ist okay, das ist auch richtig so, das ist ein Antrieb. Aber in dem Moment, wo es halt dann, wo Wünsche zu Illusionen werden, müssen wir halt loslassen. Nein! Komm jetzt mit! Doch. Jetzt gehen wir! In meinem Leben gab es schon mal eine Zeit, in der ich nicht loslassen konnte. Vom Lesen und vom verbissenen Streben nach guten Schulnoten. Kommen wir noch mal auf mich zum Sprechen. Also ich habe ja als Kind auch eine Depression gehabt, wenn ich so krank war. Beschreib mal, wie ich ausgesehen habe. Und was ich war mager, war nur mager. Heißt, wenn du nicht mehr gegessen hast. Ich weiß nicht mehr, wie viel du gewogen hast. Also ich sehe dich heute noch in Tübingen auf dem Schragen liegen. Dann habe ich selber weinen müssen, wenn ich gesehen habe. Ich dachte, das Bibel kommt nicht mehr heim. Und ich war alle Tage drunter. Und alle Tage haben sie mich verheert. Es war eine schlimme Zeit. Und was du da denkst, wie du mir helfen kannst oder was das ist? Nerven oder ich weiß auch nicht, wie das war. Woran lag das deiner Meinung nach, dass ich damals so depressiv war, nichts gegessen habe? Mal hast du Hochdeutsch gesprochen mit mir, und ich gesagt, also ich glaube, wenn wir sind im Griechenland wie vorher, ja, hast du zu mir gesagt, ich darf halt nicht so schwätzen im Gymnasium. Wie bei dir. Und ich glaube, da hat der Schlamassel angefangen mit seiner Krankheit. Das war es einfach nur. Das stimmt eigentlich. Als ich anfing, Hesse und Hölderlin zu lesen, da habe ich plötzlich wie jeder Deutsche gedacht, ich wäre etwas Besonderes. Und diese Eltern können doch unmöglich die meinigen sein. Ein Fund in unserem Lagerraum erhärtete meine Theorie über meine eigentliche Abstammung. Ich stellte mir vor, dass ich der Sohn eines italienischen Schuhcreme-Vertreters sei. Ein sinnlicher und intelligenter Typ. Seine eigentliche Leidenschaft galt der Poesie und dem Schreiben. Leider hatte er wenig Haare auf dem Kopf. Seltsam, was Literatur und die deutsche Hochsprache mit einem so anrichten können. Liegt es an unserer Sprache, dass wir Deutschen uns so unheimlich wichtig vorkommen? Dann aber genauso abgrundtief in die Depression fallen, wenn das die Welt anders sieht? Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Tübingen. Hochburg humanistischer Bildung. Hier in diesem Turm ist Hölderlin völlig verrückt geworden. Auf dem Tübinger Sonnenberg wohnt ebenfalls ein berühmter Depressiver, mit dem ich über die deutsche Sprache und seine Depression reden will. Ich komme jetzt darauf zu sprechen, auf die Phase Ihrer Depression. Ja. Vielleicht können Sie da noch mal beschreiben, wie das damals war. Ich hatte mich übernommen und fiel ein viel großes, schwarzes Loch, und das nicht nur einmal, sondern mehrfach. Menschen, meine Freunde, haben mir geholfen, Ärzte auch, Ärzte, wie ich zwischendurch sagen muss. Aber auch hier kommt es darauf an, seine Situation zu artikulieren und nicht sich zu verkrümeln und zu sagen, ja, es geht mir irgendwie nicht gut, sondern ich habe eine Depression. Und eine Depression, an der Millionen in Deutschland leiden heute, ist nicht ehrenrühriger als eine Blinddarmentzündung. Wir beurteilen uns einerseits in Deutschland zu schlecht, wir sind ein bisschen mehr, und andererseits schießen wir immer hoch hinaus. Und da wundere ich mich einigermaßen, dass wir uns nicht differenziert genug äußern über unsere Befindlichkeit, die Menschen sich nicht differenziert genug äußern in einer hinreißenden Sprache. Wir müssen uns mit unserer schönen Sprache genau ausdrücken, was uns auf der Leber liegt, nicht über- und nicht untertreiben, wenn wir schon jedes Wort auf die Goldwaage legen. Vielleicht sollten wir Deutschen uns aber auch einfach mal nicht so wichtig nehmen, die Klappe halten und den Tag genießen. Das können andere Völker doch auch ganz gut. Inuit, Pingikus, Wapata, Pirlinaput, Natesunik, Poikunatut. Zum Beispiel die Eskimos. Die reden nur, wenn ihnen der Schuh wirklich drückt. Wir Deutschen haben also allgemein ziemlich miese Gedanken im Kopf. Jammern, sind pessimistisch, neidisch, hoch und dann wieder schwermütig und können uns dabei nicht mal richtig ausdrücken.
wunderschönes Beispiel der Eskimo für eine Mem-Mutation. Das hat ein gewisser Franz Boas 1911, das war der Doktorvater von Margaret Mead, hat er festgestellt, dass die Eskimos, hat einen Artikel geschrieben, dass die Eskimos viele Wörter für Schnee haben, nämlich doppelt so viele wie wir. Wir haben zwei und die haben vier. Und das wurde dann so mutiert, dass die Leute heute behaupten, Eskimos hätten 140 Wörter für Schnee oder so ähnlich. Das ist eine Mutation einer Idee. Aber die Übertreibung, die haben viel mehr als wir. Die Grundidee ist geblieben. Das ist also ein Mem. Also zunächst mal, ein Mem ist wie ein Gen, ist eine kleinste Einheit, zum Beispiel eine Idee. Ja. Das kann sein eine wissenschaftliche Theorie, das ist ein Memplex, ein Komplex von Ideen, die zusammenhängen. Ja. Es kann aber auch sowas Einfaches sein wie ta-ta-ta-tam, das wäre ein musikalisches Mem, ja, erkennt ja. man sofort. Ja. Das Mem hat die Funktion des sozialen Klebstoffs. Das heißt, es bindet Leute zusammen. Die Gene laufen vertikal von einer Generation zur nächsten. Und Meme können sowohl vertikal laufen, zum Beispiel über die Erziehung, Generation, Generation, als auch horizontal. Und wenn Sie im E-Mail einen Witz bekommen, den Ihnen 30 Leute in derselben Woche zuschicken, das ist ein Meme. So wird es verbreitet. Das heißt mit Epidemie-Charakter. Also Neid ist eigentlich eine sehr interessante Emotion, denn sie würde ja auslösen eine Art Intention, ich möchte das auch haben, sein können und so weiter, und das wäre motivierend. Und die Amerikaner, die Chinesen, die Japaner haben Neid sehr gut kanalisiert, kulturell. Es gibt also Meme gegen Neid, bei uns nicht. Es gibt Meme gegen Jammern, bei uns nicht. Okay? Das heißt, wir lassen es zu. Ja. Wir bestärken die noch, die darum jammern. Das ist ein Teil der deutschen Mentalität, haben Sie vollkommen recht. Und ich habe eine Checkliste entwickelt, mit der wir checken können, ist das ein Virus oder ein Denktool, mit dem ich zu tun habe. Und das sind die vier T's, jetzt ganz stark vereinfacht gegenüber dem Vortrag, den Sie mal gehört haben. Das erste T steht für, is it true? Wir halten das für wahr. Wenn wir sagen, jawohl, ist es wahr, dann besteht die Gefahr, dass es ein Virus sein könnte. Das zweite T steht für, ist es tugendhaft? Ist es tugendhafter, das zu denken? Ist es ein Tabu? Ist es bei uns fast verboten, darüber zu reden? Ist also ein Tabu? Und das letzte T ist unsere Toleranz. Wie fähig sind wir? Und tolerare heißt ertragen, erleiden, erdulden. Wie fähig sind wir zu ertragen, erleiden, erdulden, dass jemand das Gegenteil behauptet? Und wenn diese hier, je mehr Ja's wir kriegen, desto gefährlicher ist es und desto wahrscheinlicher ein Virus. Nehmen wir den Neid. Also, es jammert einer, nicht? Also, ist es wahr? Ja, ist er wahr? Das ist eine Unfairheit, eine Frechheit, eine Gemeinheit. Ja, das ist wahr. Feilgrad, das ist so. So. Ist es Tugend? Natürlich ist es tugendhafter. Also, wir sind eine soziale Gemeinschaft und wenn Einzelne da, das ist tugendhafter, was ich denke. Ist es ein Tabu? Natürlich ist es ein Tabu zu sagen, du bist ein neidiger Mensch. Darf man nicht sagen. Und Toleranz haben die null. Also, ist es ein Virus. So, und nur so können wir sie aufbrechen. Denn ich muss ein Virus erkennen, damit ich ihn bekämpfen kann. Also müsste man mit dieser Checkliste durch Deutschland ziehen, sich die Menschen packen oder halt eine große Medienkampagne. Ja, aber das wäre der zweite Schritt. Der erste Schritt wäre die Bereitschaft, gegen die Checkliste abzuklopfen. Aha. Wie könnte man so überhaupt eine Bereitschaft herstellen? Ja, durch Öffentlichkeitsarbeit. Ich meine, Meme werden ja durch die Öffentlichkeit verbreitet. Auch miese Meme sozusagen, nicht? Werden ja verbreitet. Und wenn eine Zeitung, deren Namen wir nicht nennen wollen, sagt, bild dir deine Meinung, dann heißt das ja, akzeptiere unsere Meme im Klartext. Wenn ich das aber weiß, vorgewarnt, und ich nehme die Checkliste und ich kann das durchgehen, dann begreife ich, was hier passiert. Schauen Sie, Viren kommen, Seuchen, Grippe kommen und gehen. Aber wer immunisiert ist, hat eine Chance zu überleben und zu bestehen und kräftiger zu werden. Und jedes Mem, das ich entlarvt habe, als Mem, das ein Virus ist und mein Denken lähmt und nicht beim Denken hilft wie Denktools, macht mich stärker. Und wenn ich sage, okay, Memetik ist ein Schlüssel, um das aufzubrechen, dann haben wir Chancen. Und die brauchen wir. Kommen wir noch zum Schluss zu einer anderen Erbkrankheit der Deutschen. Die haben Sie ja vorher schon erwähnt, als ich noch mal nachgehakt habe. Dieses zu viele Quatschen und sich im Kreis umdrehen. Ist das auch so ein deutsches Mem? Aber das haben wir ja schon gemacht. Da würde ich jetzt nicht ewig drin rumwühlen wollen, ja, in der kurzen Zeit. Ja. Verstehen Sie, wenn wir 90 Minuten hätten, dann können wir 20 Minuten über den negativen Scheiß reden. Ja. Aber wenn nachher 5, 6, 7 Minuten übrig bleiben, möchte ich nicht, dass mehr als die Hälfte der Zeit... Ja. Das ist ja diese deutsche Mentalität, Herr Feigle. Ja. Wenn ich das mal kurz anmerken darf. Ist es. Und das ist genau das, was ich nicht drin haben will in meinem Abschnitt. Machen Sie das mit den anderen Interviews, aber nicht mit mir. Ja. Das war jetzt eine gute Aussage. Hier eine kurze mimetische Zusammenfassung. Das ist also unser aufgeräumtes deutsches Hirn. Durch positive Meme kamen wir voran,
erfanden das Auto, den Dübel und wurden Fußballweltmeister. Dann kamen langsam negative Jammer, Neid, Pessimismus und Arroganzmeme dazu und verdrängten die anderen wie Viren, bis sie schließlich unser ganzes Hirn verdrecken und lahmlegen. Ich trage Vera F.'s Liste ab jetzt immer bei mir. Is it true? Und jedes Mal, wenn ich etwas für absolut wahr halte und null Toleranz habe, bin ich vielleicht einem miesen deutschen Meme aufgesessen. Neben diesen miesen Memen haben wir Deutschen zudem Ängste vor eigentlich allem. Über uns schweben ständig Risiken. Unsichere Renten, Vogelgrippe, BSE, billige Ersatzhüftgelenke oder dass uns ein Meteorit auf den Kopf fällt. Das ist der Albtraum der Astronomen. Ein Asteroid gerät aus seiner Bahn. Und dann die Katastrophe. Ich denke schon, dass wir in Deutschland mehr als vielleicht andere Länder dazu neigen, wenn wir einen bestimmten Risikoskandal haben, sich daran festzubeißen und in diesem Festbeißen auch die Proportionen nicht mehr zu sehen. Das hatten wir vom Waldsterben, wo die Franzosen drüber gelacht haben, bis hin zum BSE-Skandal, bis hin zu Atrazine, Trinkwasser, was auch immer. Alles Dinge, die sicherlich notwendig sind aufzugreifen, sind auch in Frankreich, in England anderswo aufgegriffen worden. Sobald sie aber dann zum öffentlichen Thema werden, lassen die Leute oft gar nicht mehr los und bekommen die Größenordnung dieser Gefahr nicht mehr mental in den Griff. Ein ganz gängiges Beispiel war die BSE-Krise. Wir haben insgesamt etwa 135 Tote durch BSE europaweit in den letzten 25 Jahren gehabt. Das entspricht genau der Zahl von Toten, die durch das unachtsame Trinken von Lampenöl gestorben sind. Uns fehlt so ein bisschen der angelsächsische Pragmatismus. Und das haben wir in der deutschen Geschichte mehr als häufig erlebt, dass man, wenn man zu einer Seite hinpendelt, auch man ganz hinpendelt. Das ist sozusagen eine Mentalitätsfrage. Ich glaube, das andere ist, dass Deutschland wie kaum ein anderes Land dieses Wechselbad zwischen Aufklärung auf der einen Seite und Romantik auf der anderen Seite so stark verinnerlicht haben, dass sie immer hin und her schwanken zu einem starken Rationalismus und dann wiederum, wenn dieser Rationalismus enttäuscht wird, zu einem extremen Romantizismus. Also die Aufklärung über die eigenen, ich sag mal, Romantisierungstendenzen. Die hilft, die sind ja nicht immer falsch. Ja? Ich meine, wäre schrecklich, wenn wir Roboter, wenn wir immer nur rational wären. Aber ich muss mir dessen bewusst werden. Also die Romantik ein bisschen in uns zurückstellen. Ja, oder zumindest sie erkennen. Also adieu, du innerer deutscher Romantiker. Du Gefühl zwischen Hochmut und Verzweiflung an der realen Welt. Das Kreuz bringt mich auf einen weiteren Grund für unsere Schwermut. Als Kind ging es mir noch gut, als ich an Gott glaubte und ihn mit frommen Gebeten erpressen konnte. Haben wir Deutschen also zu allem Übel noch den Sinn im Leben verloren, weil wir an nichts Höheres mehr glauben? Ich treffe mich mit jemandem, der diesen Glauben und den Sinn im Leben noch nicht verloren hat. Ich weiß auch nicht genau, warum es gerade die Deutschen trifft, dass sie so schwermütig sind, aber offensichtlich gibt es eine Kultur des Jammerns in Deutschland. Ich glaube, es hat mit den zu hohen Erwartungen an das Leben zu tun, dass der Deutsche meint, er könnte alles machen, alles wäre machbar, das Leben wäre machbar und hätte doch Anspruch auf ein gesundes, glückliches Leben. Und wenn das nicht klappt, dann ist es wie so ein Jammern, die große Mutter gibt mir das nicht, was ich eigentlich bekommen habe. Ich denke, das Wichtigste vom christlichen Gesichtspunkt ist, sich auszusöhnen mit seiner Geschichte. Die heilige Hildegard von Bingen sagt, die Kunst der Menschwerdung besteht darin, dass die Wunden zu Perlen verwandelt werden. Dass ganz gleich, was in meinem Leben ist, dass alles auch was Kostbares sein kann, auch die Verletzungen. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu Ihnen als deutsche Seele in den Beichtstuhl kommen würde und all mein Leid und mein Jammern beklagen würde, gleichzeitig aber auch so mir bewusst bin, ich habe auch gute Seiten, was würden Sie mir raten? Ich würde das Jammern ernst nehmen und sagen, gut, das verstehe ich, dass das schwer ist und dass das weh tut und so weiter. Aber dann würde ich fragen, was möchten Sie damit machen? Möchten Sie im Jammern stecken bleiben oder wie reagieren Sie jetzt? Möchten Sie selber
etwas ändern. Sie können all die, über die jetzt gejammert haben, nicht ändern. Aber Sie können Ihre Einstellung zum Leben ändern. Und wie möchten Sie morgen den Tag beginnen? Der Tag eines Mönches ist hart. 4.40 Uhr aufstehen, dann Chorgebet mit allen Brüdern. Anschließend Konventmesse mit Eucharistiefeier. Nach 2 Stunden Beten gibt's endlich Frühstück und danach Arbeit in einem der vielen Betriebe des Klosters. Nach dem Mittagessen und der Mittagsmesse wieder Arbeit. Und dann Ora et Labora, Vespergottesdienst, Abendessen, Nachtgebet und danach großes Schweigen. Vor lauter Ritualen und Beten haben Mönche also gar keine Zeit für miese deutsche Meme oder gar zum Jammern. Die Erfahrung der reinen Gegenwart nenne ich es jetzt mal. Das ist Thema der geistlichen Tradition. Sozusagen, man denkt nicht nach vorne, also diese Kopffixierung, die wir auch in Deutschland sehr stark haben. Ja. Gut, überhaupt das Intellektuelle in der Welt, ja. Aber im Westen ist es stärker. Ja. Also sozusagen, ich denke nicht nach vorne, ich denke nicht nach hinten, sondern ich bin einfach ganz präsent mit dem Geistlichen, mit dem Körperlichen, mit der Seele. Ist alles gegenwärtig. Und allein das ist was Heiliges. Und weil viele Menschen diese Gegenwart sonst gar nicht mehr erleben, das ist ja furchtbar, ja? Die wirklich nur noch sind, wie kriege ich morgen mein Geld her oder wie geht es mit meiner Beziehung morgen oder gestern, die hat mich so geärgert, dass man nur noch so in diesen Mustern und in diesem Verhaftetsein lebt, das ist wie in der Matrix, ja? Das ist eigentlich ist Matrix, also wer den Film kennt, ja. Und die Befreiung ist eigentlich in der Gegenwart. Die Sehnsucht nach mehr entdecken eigentlich, also was du eben auch schon sagtest. Und nicht so in dieser deutschen Liturgie da so irgendwie drin zu bleiben. Sozusagen diese Sehnsucht, ich lebe ja noch, ja, ich bin nicht nur irgendwie im Kasten. Das ist so sicher das eine. Bei manchen Konzerten, wenn es dann emotional wird, auch im Fußball ist so ein Punkt, wo plötzlich das rauskommen darf. Also, und ich denke, also an diese Sehnsucht kommen. Und dann Rituale zu finden, wo ich sozusagen zwischenzeitlich aussteige aus meiner Matrix. Wert hat dann auch was mit Entscheidungen zu tun. Eine Entscheidung treffen. Du musst dich irgendwann entscheiden, selbst wenn es nur 51-49% sind, wo es dich mehr hinzieht. Sonst bleibst du immer an deiner Kreuzung stehen und denkst, ach, die Frau wäre noch schöner oder das wäre doch besser oder Single war doch nicht so schlecht oder doch Kloster, ja. Und da lebt man nicht wirklich, ja. Also Leben heißt auch Entscheidungen zu treffen und da braucht es manchmal einfach zack. Und dann das Aushalten, diese Spannung, dass ich das andere halt nicht habe. Bevor ich mich entscheide, weiter gegen die deutsche Matrix zu kämpfen, holt mich ein Teil dieser Matrix bereits ein. Ach Mensch, Amparo. Die Matrix des deutschen Mannes. Komm, das ist jetzt doch wieder scheiße. Ich komme morgen mit dem Zug und dann komme ich zu dem Termin. Direkt. Ja, tschüss. Meine Amparo ist eine explosive Mischung. Spanisches Blut gepaart mit deutscher Gründlichkeit. Was mich in Köln erwartet, ist weniger lustig. Eine der 80.000 Fruchtwasseruntersuchungen in Deutschland, die zeigen soll, ob unser Baby gesund ist. Ja, guten Tag. Ja? Ah, super. Da bin ich erleichtert. Ah, toll. Ja, schön. Ja, danke schön. Ja, vielen Dank. Ja, tschüss. Und was ist? Oh, ist alles in Ordnung. Uns wird ein Mädchen. Juhu! Ich kann überhaupt nicht mit dir reden. Nicht mal über Namen vom Kind kann ich natürlich mit dir reden. Kannst du mit mir reden. Total auf. Aber du willst gar nicht mit das mir reden. Das tut dem Kind nicht gut, das glaubst ja, du aber. Ja, kommst du mit der Masche irgendwie. Das tut ja, dem wie? Kind nicht gut. Sag mal, du spinnst doch. Ich habe die ganze Zeit Vorschläge gemacht, die hast du alle über den Tisch gefegt hier. Ja, welche und Vorschläge du bist wieder. Ja, wie, welche Vorschläge denn? Mercedes habe ich waren gesagt alles oder Raquel zum Beispiel. Namen. Wie und so mal reale Vorschläge, wie das Kind. Alles, was kann. Ich sage, ist scheiße. So ist es doch. Wie nein, immer. Ist es ist genau so wie immer. Einmal am Tag möchte ich einfach mal sich in die Augen schauen können, miteinander reden.
Mehr will ich doch gar nicht. Stichwort Konstantin, gehen bei mir die Lampen an. Warten. Warten auf Godot, warten auf Konstantin, warten auf den großen Herrn, bis er dann mal daher schlurft. Ich habe keinen Bock mehr, auf den zu warten. Das mache ich auch nicht mehr. Komplimente? Komplimente? Der Konstantin macht doch keine Komplimente. Also mir zumindest nicht. Mann. Also ich glaube, ich kriege immer noch von manch anderem ein Kompliment, aber nicht von Konstantin. Da tut er sich sehr schwer mit, nicht nur mit Komplimenten, überhaupt irgendwas Positives zu sagen. Mein Traummann sieht ganz anders aus wie Konstantin. War auch schon immer. In Deutschland gibt es mehr als 6 Millionen Singles. Oft stelle ich mir abends am Fenster vor, wie viele Beziehungen wohl genau in diesem Moment wieder den Bach runtergehen. Deutsche Frauen sind eben ganz besonders gründlich in Beziehungsarbeit. Was will sie also, die deutsche Frau? Wie sieht er denn aus, der deutsche Idealmann? Schaut endlich her, edle Maid. Ich halte für euch das Glück bereit. Na gut, aber Füße abtreten. Ja, und dann denke ich wieder, ach, ist doch auch schön. Ja, ich meine, natürlich hat er ja auch viele Sachen, die mir gefallen. Aber gemeinsame Zukunft, das ist schwierig, sehe ich eher schwierig. Da müssten Veränderungen stattfinden, aber verinnerlichte Veränderungen. Denn diese Versprechungen, die funktionieren nicht. Ich ändere mich oder ich mache dies oder ich mache jenes. Das muss ich ja verinnerlichen. Er müsste mal einiges echt kapieren, worum es geht. Um etwas zu kapieren, bin ich hier gelandet und treffe mich mit jemandem, der sich mit Frauen auskennt. Hallo, Frau Schwarzer. Ich komme sozusagen mit der kleinen Depression zu Ihnen, also der Beziehung, dem Verhältnis der Geschlechter, auch der verhärteten Kommunikation. Also meiner Meinung nach ist da die Emanzipation so ein bisschen über ihr Ziel hinausgeschossen und sorgt auch für die Schwermut des deutschen Mannes und rückwirkend auch wieder für die Schwermut des deutschen Mannes. Oh, ich finde, so ein bisschen Melancholie steht ja Männern ganz gut. Es gibt ja nichts Langweiligeres als solche Kraftmeier, oder? Die so gar nicht nachdenken. Gleichzeitig wissen aber auch die Frauen nicht, was sie wollen. Also auf der einen Seite wollen sie irgendwie diesen Ritter haben, der sie in den Arm nimmt, wo sie den Kopf anlehnen. Auf der anderen Seite natürlich den einfühlsamen Poeten. Wem sagen Sie das, wenn sich jemand auskennt in dem Widerspruch der Frauenseelen, bin ich das. Das ist richtig, auch die müssen es lernen. Sie müssen lernen, dass man sich auch bei ihnen anlehnen kann. Wie sollen die deutschen Männer konkret sein? Ja, das weiß ich ja nicht. Ich denke, da gibt es ja die verschiedensten Wünsche. Vor allen Dingen müssen das die deutschen Männer selber. Damit es funktioniert. Ja, wir können ja nicht alles Knappen sein und der Königin die Schleppe hinterher tragen. Wir wollen ja auch ein bisschen Ritter sein. Ja, das wäre ja sehr. Was würden Sie mir konkret raten? Ich mit einer emanzipierten, starken Frau, noch mit spanischer Abstammung, jetzt noch schwanger. Also ich meine, ich kann Ihnen nur raten, wenn Ihre Frau schwanger ist, ihr Kind kommt noch, wirklich auf Gerechtigkeit in der Sache zu achten. Denn Dinge, die irgendwie anderes haben, kriegt man nicht mehr leicht gekittet. Also diese objektiv schwächere Situation einer schwangeren Frau, die dann auch die Mutter wird, die ein bisschen verunsichert ist, da selbstverständlich mitzustehen und genauso Mutter und Vater zu sein. Praktizieren Sie so einen Hauch von Rollenumkehrung subjektiv, um die objektive Rollenzuweisung, jetzt wirklich Ihnen was ich ganz ernst meine, zu konterkarieren. Es ist immer noch so in dieser Welt, dass eigentlich vom Mann erwartet wird, dass er ein Mann ist und eine Frau soll eine Frau sein, was immer das für einen Unsinn bedeutet. Halten Sie so ein bisschen gegen, damit Sie dann am richtigen Punkt ankommen. Musik
Kurs in meine kleine Depression sind wir stehen geblieben beim Thema Glauben. Müssen wir Deutschen jetzt etwa alle wieder gläubig werden, um glücklich zu sein? Bei Bebra in der Mitte Deutschlands treffe ich einen, der hier auch seine innere Mitte gefunden hat. Ich bin sowas, was man Aussteiger nennt. Ja. Also ich habe Depressionen vor 16 Jahren abgelegt, als ich Trinken aufgegeben habe. Ja, meines Erachtens ist das Wichtigste überhaupt innerlich Kräfte zu sammeln, nicht äußerlich. Ja. Also ich meine jetzt nicht nur Reichtum und so, alles Prestige und Schauobjekte, die nützen dem Menschen so lange nicht, so wie er innerlich keine Kräfte sammeln konnte. Und wie könnten jetzt zum Beispiel die Deutschen in der Phase irgendwie innerlich Kräfte sammeln? Ja, indem sie lernen, Prioritäten zu setzen und nicht jedem Schwätzer zu glauben. Sie glauben diesen Strömungen, dann glauben sie wieder der nächsten Strömung. Und dadurch können sie nicht zur Ruhe kommen innerlich. Das ist das Entscheidende. Die Verantwortung auf sich selber nehmen. Das ist manches auch wichtig. Ne? Nicht immer Institutionen vertrauen oder dem Pfarrer vertrauen oder wem auch immer. Dass die Gottheit in einem selbst steckt. Anders ausgedrückt. Die Gottheit ist in allen Menschen drin, aber die wenigsten wissen es. Ich bin mir sicher, den Jesus von Bebra getroffen zu haben und nehme ihn mir zum Vorbild. Wir fahren weiter ins innerdeutsche Ausland, in die neuen Bundesländer. Hier gibt es viel Historisches zu sehen. Blicken wir also weiter zurück in unsere deutsche Geschichte. Nach der gescheiterten Revolution ist es ihm mit einem alten Fußballtrick gelungen, die Deutschen zu einen. Preußens Kanzler Bismarck hat die Franzosen bis aufs Blut provoziert, bis die schließlich einen Krieg angefangen haben. Im Kampf gegen den Erzfeind waren plötzlich alle Deutschen vereint. Nach dem Sieg wurde Preußens König deutscher Kaiser und fertig war das Zweite Deutsche Reich. Danach hätte eigentlich alles gut gehen können. Doch ein größenwahnsinniger deutscher Kaiser war für 15 Millionen Tote in einem Ersten Weltkrieg verantwortlich. Zur Strafe musste Ihre Majestät Wilhelm II. Zum Holzhacken nach Holland. Lange musste er allerdings nicht hacken. Denn dann kam dieser Bursche. Ein mäßig begabter Hobbymaler aus Österreich befreite die Deutschen von ihren Minderwertigkeitskomplexen und wollte ihnen zeigen, wie man die Welt erobern könne. Der Rest der tragischen Geschichte ist allseits bekannt. Weimar. Die Stadt fasziniert mich. Hier wohnt unsere zerrissene deutsche Doppelseele. An einem einzigen Ort sind hier das Größte der deutschen Geschichte, Goethe und Schiller, und gleichzeitig auch das Schrecklichste vereint. Nur 8 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt steht das KZ Buchenwald. Das Unangenehme zuerst. Wir Deutschen sind eben gründlich, auch in unseren Fehlern. Geht man durch dieses Tor, kommt man sich verdammt deutsch vor. Da nur in den Gedenkraum gehen. Das ist also übrig geblieben von der Goethe-Eiche, wie sie heißt. Es ist ein Symbol gewesen für die Gefangenen, als sie das Lager hier aufgebaut haben und alle Bäume abgeholzt haben, eigentlich, dass dieser Baum hier stehen blieb, weil eben Goethe angeblich hier gesessen hat. Also es ist ein Dualismus, weil immer irgendwie Stadt der Dichte und Denke und gleichzeitig Buchenwald hier oben. Ja, ein SS-Mann hat es abgewandelt, statt der Dichter und Denker, statt der Richter und Henker, hat er gesagt. Mhm. Ja. Ja, denken Sie, dass hier so dieses ganze Lager, wie das hier funktioniert hat, so ein bisschen was mit der deutschen Art zu tun hat, also diesem Rigorismus, diesem Übertriebenen, auch mit dem Bürokratischen der Deutschen? Man sagt das den Deutschen gern nach, ja, dass sie sehr genau sind, sehr bis in die Übertriebenheit die Arbeit ausführen, sehr exakt. Und in diesen Lagern ist das Leben auch nur so abgelaufen, weil jeder eben an seinem Ort seinen Aufgaben nachgekommen ist. Ja, und alles bis ins Letzte geplant wurde. Da würde ich schon bestimmte Zusammenhänge sehen. Ja. Also sollten die Deutschen schlampiger werden, dann...
Das könnte man nur nicht wieder sagen. Nicht von einem Extrem ins andere. Ja, aber wir sind ja extrem geordnet. Also insofern, wenn wir ein bisschen schlampiger und improvisierter wären, dann wäre es vielleicht nicht schlecht. Ne, wenn wäre, das ist immer schwierig, ja. Ob das wirklich so ist. Weimar, die Stadt unserer Dichter und Denker, unserer deutschen Genies. Hier ist das Mekka des Kulturreisenden, in dessen Zentrum Goethes Wohnhaus. Hier sieht man zum Beispiel Goethes erstes Esszimmer, das zweite Esszimmer und Goethes Nachtischzimmer. Und dann kommt man zum Allerheiligsten der deutschen Kultur, sozusagen der Kaspar unserer Dichterseele, Goethes Arbeitszimmer. Einrichtung des Arbeitszimmers mit ihren praktisch schlichten Schreiben. Ich stelle mir vor, müsste ich heute den Faust neu schreiben, so würde des Doktors Monolog wohl nie ein Ende finden. Die Welt und die Wünsche von uns Deutschen sind viel komplexer geworden. Statt zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust, würde heute wohl eher zutreffen, mindestens 12 Seelen wohnen ach in meiner Brust. Auf der einen Seite will ich so tiefgründig sein wie Dostojewski. Auf der anderen so leichtfüßig wie ein Kubaner. Auf der einen Seite gebe ich mich sozialistisch, altruistisch. Auf der anderen will ich auch mal hart durchgreifen. Die eine Seele gibt sich intellektuell. Transit Gloria Mundi. Die andere will nur ficken. Hasta la Victoria. Die eine möchte gerne Revolution machen. Die andere bleibt auch mal ganz gerne gemütlich zu Hause sitzen. Die eine Seele ist pro-arabisch, die andere pro-israelisch. Die eine, das ist der Musterschüler. Die andere, das Enfant terrible. So wohnen diverse Seelen in meiner deutschen Brust. Ich will alles sein und kann es nicht. Und dafür hasse ich mich. Ganz schön blöd für meine deutsche Seele. Wie man dieses komplexe deutsche Seelendilemma löst, keine Ahnung. Mir geht's aber auf jeden Fall besser, seit ich mir diese bescheuerten Seelen in mir vorgestellt habe. Und mich schreckt jetzt auch nicht mehr die schlimme deutsche Langeweile dazwischen. Ich glaube, das konnte auch Goethe. Und der ist meines Wissens nach nicht nur alt, sondern auch sehr glücklich geworden. Der Bock. In einem weiteren Esszimmer Goethes finde ich einen Ansatz für ein ganz anderes dualistisches Problem. Wolfgang, geboren 1818, Wolfgang Maximilian, 2 Jahre darauf geboren und Alma zu sehen, fast 10 Jahre jünger als ihr ältester Bruder. Ja? Alma. Alma? Ja, der hört sich doch nicht schlecht an, oder? Nee, der ist ganz schön. Vor allen Dingen Alma. Alma heißt auf Spanisch El Alma, heißt auf Spanisch die Seele. Zumindest für dieses Seelendilemma ist also eine gute Lösung gefunden. Mein Assistent Michi ist der festen Überzeugung, dass wir weitere Wahrheiten im Harz finden. Ein toller Filmtitel. Die Wahrheit liegt im Harz. Um selbige zu finden, wollen wir mit der Original-Harzer Schmalspurbahn fahren. Leider fährt die nicht über Elend, sondern nur über Sorge. Deshalb müssen wir kurzfristig unsere Strategie ändern. Zwischen Elend und Sorge steht ein Asylbewerberheim. Auch so etwas gibt es nur bei uns. Was denken eigentlich diese Menschen über das Land ihrer Träume? Seid ihr glücklich in Deutschland? Nein. Also über 2 Jahre. Ich bin in diesem Ausreisezentrum. Über 2 Jahre. Ich habe keinen Cent. Wir haben keinen Cent in die Tasche. Selbst eine Unterhose selber zu kaufen zu können. Das Essen hier ist beschissene Essen. Wir wollen es oder nicht. Wir haben keine andere Wahl. Über 2 Jahre mit dieser Teuro, nicht nur Euro, Teuro. Über 2 Jahre, wir haben keinen Cent. Selbst einen Cent in die Tasche haben wir nicht. Wie siehst du deine Zukunft? Ich habe keine. Ich habe keine. Wenn ich, wir sind mittellos. So, wir sind von Deutschland verschwunden. Für immer. Für immer. Aber wie? Die beklagen sich ja sehr viel, die Deutschen. Was würdet ihr denen sagen? Ja, ich gucke auf Fernsehen. Ja, der Nachricht.
Ja, dann nachgerichtet. Aber was viele Leute nicht wissen, wir Ausländer, Asylbewerber besonders, sechste Klasse oder keine Klasse überhaupt, wir dürfen überhaupt nicht arbeiten. Wir dürfen nichts tun. Von morgen früh bis abend essen und schlafen. Fertig, wir dürfen nichts tun. Arbeitslosigkeit und so weiter, wir sind nicht schuld daran. Das ist das Problem. Und die Jungen, sie haben keine Ahnung, wie wir leben. Fahren sie nach Wieningrod zum Beispiel oder andere Orte, Asylheim. Nur Ausländer leben im Wald. Nur Ausländer zwischen Ausländern. Sie haben keinen Kontakt mit den Deutschen, die Sprache zu sprechen, zu lernen. Ich habe meine Vision für die nächste Generation, von der Zukunft für dieses Land. Leben zusammen, das ist der beste Land für dieses Land. So meine Vision hier. Meine auch. Eine saublöde Floskel von mir. Aber da geht es einem als Deutschem wieder richtig gut, wenn man welche trifft, die wirklich übel dran sind. Wir sind also ganz schön verwöhnt, wir Deutschen. Die Verwöhnung ging kurz nach dem Zweiten Weltkrieg wieder los. Wir bekamen von den Amis Kaugummis und die Demokratie geschenkt und Minister Ludwig Erhard machte das Wirtschaftswunder. Wir wurden Fußball- und Exportweltmeister und die Mark war wieder hart wie Kruppstahl. Dann kamen die 68er und stellten die wichtige Frage nach Auschwitz und Buchenwald. Sie protestierten und rebellierten und kassierten nebenbei genügend Staatsknete. Heute wollen sie von der Sache nichts mehr wissen, sie regieren uns und bekommen die letzten sicheren Renten. Dann gab es endlich eine geglückte deutsche Revolution, die Mauer fiel. Doch wir arroganten Wessis haben Ostdeutschland komplett annektiert und bezahlen dessen Einwohner immer noch dafür, dass sie unseren westdeutschen Scheiß kaufen. Dafür jammern die Ossis besser. Dessau an der Mulde. Hier sollen angeblich die unglücklichsten Deutschen wohnen. Denen muss man doch irgendwie helfen. Es gibt zwei Themenkomplexe, die ins UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen wurden. Das ist einmal das Dessau-Wörlitzer Gartenreich und zum anderen die Bauhausgebäude, die dann im Anschluss auch weitergehen zu den Meisterhäusern. Nun hat ja Dessau noch was anderes zu bieten. Dessau ist ja in der McKinsey-Studie erschienen als Spitzenreiter mit den unzufriedensten Deutschen. Was sagen Sie denn dazu, also, dass hier die unglücklichsten Deutschen wohnen sollen? Ja, dazu kann ich nur sagen, dass ich die Meinung nicht teile und dass ich auch nicht ganz verstehe, wie diese vielen befragten Leute zu dieser Meinung gekommen sind. Ja. Ich kann da nicht mit einstimmen in diese Negativstimmung. Deshalb bin ich auf die Idee gekommen, hier so ein Video zu machen. Hallo miteinander, hier ist euer Enrico vom Travel Shop und ich habe euch heute für 19,95 Euro eine ganz besondere Reise anzubieten und zwar nach Dessau in die unglücklichste Stadt Deutschlands. Genießt die Tristesse dieser Stadt, seht die Hoffnungslosigkeit und Depression in den Gesichtern der Menschen. Und hier seid ihr untergebracht. Macht einen sinnvollen Urlaub, verbringt zwei unglückliche Tage in Dessau und ihr fahrt glücklich zurück in eure Heimat. Dessau jetzt buchen unter der Endziffer 13. Tschüss, euer Enrico vom Travel Shop Dessau. Also unsere Idee mit dem Video war einfach zu sagen, wie ein Mönch auf unserer Deutschlandreise gemeint hat, mach deine Wunden zu Perlen. Also wenn ihr schon so irgendwie durch eine deutschlandweite Studie als das Negativste oder Unzufriedenste dasteht, das zumindest irgendwie ins Positive umzuwenden, da könnte vielleicht auch so ein ganz anderes Publikum erschlossen werden. Dass sie dann sagen, ja, das wollen wir jetzt wirklich mal sehen, wie es hier aussieht. Das kann schon gut möglich sein, ja, dass das klappt. Es ist bloß leider so, dass oftmals Leute ihre Meinung zu solchen Sachen äußern, zu solchen Fragen äußern, weil sie sich gerne negativ äußern und weil sie auch nicht über ihren Tellerrand hinwegschauen. Das sind nämlich genau diese Leute, die sich nicht die Mühe machen, in eine Umgebung zu gehen, die sich nicht die Mühe machen, in eine Zeitung oder ins Amtsblatt zu schauen und zu sehen, dass im September zum Beispiel jedes Wochenende vollgeknallt ist mit kulturellen Aktionen, die das überhaupt nicht interessiert, die nirgends hingehen würden und trotzdem sagen, in Dessau ist nichts los. Scheiße, schon wieder nichts richtig Unglückliches in Deutschland gefunden. Doch jetzt geht's dahin, wo es hoffentlich richtig Zoff gibt und gejammert wird. Schon kurz vor dem Stadtzentrum rüsten sich die ersten Demonstranten mit unlauteren Mitteln. Funkentochter aus Elysium. Wir betreten Feuer.
Kasse leer ist, ist die Kasse leer. Genau, wenn die Kasse leer ist, ist die Kasse leer. Ja gut, wenn es danach geht, wenn die Kasse leer ist, ist die Kasse leer. Ob es einer verschuldet hat oder nicht. Wenn nichts mehr drin ist, dann verteilen Sie mal was. Nicht mehr besteuert, ja. Wenn der Schröder zum Beispiel auf diese ganzen die Steuern. Machen Sie es doch so wie die, Jungs da hinten. Die sagen alles für alle und alles umsonst. Nee. Super. Will keiner. Ich will und die Kasse arbeiten ist leer. Und nicht von meiner Hände Arbeit selbst ernähren können. Und das kann ich nicht. Und daran ist im Grunde genommen der SPD schuld. Warum bloß ja, oder, mal an die Gesetze der letzten 10 Jahre schuld. Zu denken? Na, gut, warum kennst du das nicht, wenn ich arbeite? Ich arbeite doch, aber ich kann mich von dem, was ich verdiene, nicht ernähren, weil die Stundenlöhne so niedrig sind. Dann müssen Sie vielleicht mal was anderes machen. Was denn? Wenn es wirklich so ist, es ist doch wirklich, also jeder denkt immer zuerst, der muss halt ein bisschen, ja, ein bisschen auf die Tränendrüse, ne? Das ist wohl, man kann es auch anfangen. Da ist nichts zu sehen, da gibt es kein Licht am Ende dieses Tunnels. Für Sie gibt es kein Licht am Ende des Tunnels? Was Arbeitsplätze anbelangt, sehe ich gar nichts. Ja. Sehe ich leider gar nichts und das ist das Erschreckendste. Also ich sehe da schon Licht. Ja. Also die machen es eigentlich schon richtig. Was sollen sie denn anderes machen? Also verraten ist Sie klar, mir jeder... etwas von Ihrem Optimismus. Sehen Sie meinen Arbeitsplatz an. Ich bin Filmemacher. Der ist völlig unsicher. Also wenn ich keinen Optimismus hätte und nicht daran gewohnt wäre, irgendwie mit unsicheren Situationen zurechtzukommen, dann... wäre ich jetzt depressiv oder sowas. Also hier drüben sehe ich es ja so, also ihr seid ja quasi vom Westen annektiert worden. Ja, wer bist du denn, wenn du sagst ihr? Ich bin ein Wessi, sag ich mal. Für mich bist du ein Deutscher, du kannst Wessi sein, wie du willst. Ja. Und wenn du für Hartz IV bist, ist das deine Sache, wenn ich dagegen bin, ist das meine Sache. Ja. Und trotzdem treffen wir uns hier. Ja, ist doch gut. Aber unterm Strich müssen wir die Arbeitslosen versuchen und deswegen sind wir. Wenn du nächste Woche mit mir auf dem Arbeitsamt vielleicht die gleiche Treppe hochlaufen willst, wirst du wahrscheinlich nicht das Schild tragen. Ne? Wie lange sind Sie arbeitslos? Hallo? Gucken Sie mal, die DDR ist untergegangen, weil sie bankrott war, pleite war. Heißt es. Aber die hat sich trotzdem, dass sie pleite war, eine Bildung und eine Kultur geleistet, die, wovon wir heute noch träumen. Oder Sportler, wo heute funktionieren, im Westen sagen, hätte man das System der Sportler übernommen, der Sportförderung. Aber es war doch eine Diktatur im Endeffekt, oder? Ja. Was ist denn das jetzt, wenn ich keine Arbeit habe? Ist das keine Diktatur? Da wäre ich auch ja, zu aber was so, gezwungen. Man ist frei. Man kann zum Beispiel nach Norwegen auswandern oder so. Das konnten Sie damals nicht. Ja, sicher. Freiheit ist ein weiter Begriff. Ich kann mir jetzt auch aussuchen, ob ich arbeitslos oder obdachlos sein will. Das kann ich mir auch aussuchen. Aber wo? Können Sie sich zumindest aussuchen. Ja. Wir hatten schon mal einen Österreicher vor einen Ausländer. Die hat es gelöst. Der ist sicher 89 ich habe sowieso keine Chance gegangen, um eine Banane aber zu kriegen geht, oder Reisefreiheit. Aber das ist ja nur eine Illusion. Das geht doch gar nicht. Also, gehen Sie heute mal natürlich bin ich auf die Straße. Jetzt sind Sie auf der Straße. Na, gucken Sie mal, wie viele junge Leute. Der Kriminelle. Der Vereinigungskanzler. Der heute nur noch ein ganz gewöhnlicher Krimineller ist. Ja, jammert keiner. Ich will bloß meinen Arbeitsplatz haben und meine Familie alleine ernähren können. Das ist das Grundrecht eigentlich, nur Unverschämtheit. Jammern nichts zu tun. Das hat mit Jammern nichts zu tun. Das ist eine Frechheit, das Plakat. Das einzige Plakat, was ich heute gesehen habe, was Sinn macht. Aber das einzige, absolut das einzige. Der Rest ist nur Schrott und Dreck. Und Hetze und Pamphlete und Müll. Was würden Sie denn den Menschen hier raten, die, ja, sag ich mal, viel meckern und jammern? Arsch hoch. Wenn es keine Arbeitsplätze gibt, Arsch hoch. Prima. Auf einen Arbeitsplatz 24 Leute. Ja. Klasse. Ja. Naja, was denn? So, in Deutschland gibt's 100 Zeitungen und 500 Fotografen und trotzdem leben. Kann man leben davon. Sind alle so Fotografen? Ja, bei unserer Branche, sag ich mal. Ist doch ganz einfach. Man muss halt arbeiten. Man muss es wollen. W-O-L-L-E-N. Wollen. Das ist eine Unterstellung. Doch, das ist keine Unterstellung, das ist so. Ich habe 5 langzeitarbeitslose Gastronomieleute vermittelt. Die hätten einen Job gekriegt hier in Leipzig. Haben sie nicht angetreten. Und da hört es bei mir auf. Wie viel Geld haben sie verdient? Wie viel Geld hätten die bekommen? Ja, die machen jetzt lieber nichts. Wie viel haben sie gekriegt? 1 Euro die Stunde, Hungerlöhner. Jawohl. Na was denn? Wie viel haben sie gekriegt? So viel Geld, dass sie Familie ernähren können? Also, wie viel haben sie denn gekriegt? Zu welchen Bedingungen? Erzählen Sie doch mal. Der macht lieber nichts, diese faule Sau. Aber was denn? Wofür hat er denn gekriegt? Wie viel Kohle hat er denn gekriegt? Und zu welchen Bedingungen? 12 Stunden für 1 Euro oder was? Na was denn? Ich weiß es nicht, was er bekommen hat. Ja, aber er sagt ja nicht. Ja. Na also, geht doch mit dem Zoff. Alle haben sie hier irgendwie recht, doch anders als sie denken. Denn jammern, das tun immer nur die anderen, niemand selbst. Und vor allen Dingen schuld sind immer nur die anderen. Die Wessis, die Ossis, die SPD,
George W. Schröder. Ganz schön schizophren, denn die anderen sind uns verdammt ähnlich. Ich glaube, wir Deutschen gleichen uns mehr, als wir wollen. In unserem gründlichen Jammer, unserer Schizophrenie und der Erwartung, dass es uns schon einer richten wird. Ich denke, das hat viel mit der inneren Spannung zu tun, ne? Das permanente dagegen kämpfen müssen. Dieses Protestantische und trotzdem. Ne? Und dass dieses Gefühl dann da ist, ne? Die Erwartung, jemand erlöst mich aus dieser lebenslangen, unendlichen Spannung, das kann, glaube ich, jeder von uns nachvollziehen. Und wenn ich mich selber nicht erlösen kann, dann warte ich halt auf die große Figur, ne? Was ja seit dem Mittelalter eben der Kaiser war, der dann in der Identifikation mit der Nation einen wieder zu Größe, Macht, Kraft und Herrlichkeit dann. Eins, zwei, drei, vier. Lang geruht unter dem Berg, die Jahre zählt ich schon nicht mehr, und halber ich mein treuer Zwerg, hielt meinen Bart aus Stein so schwer. Mein Bart ist rot, ich bring euch Glück, Geld und Herrlichkeit, den alten Glanz hol ich zurück und reduzier die Arbeitszeit. Ich weiß, dass es die Barbarossa-Höhle gibt, dass der Barbarossa darauf wartet, dass er wieder zurückkehrt. Ja, das ist so ziemlich das, was ich davon weiß. Ja. Und uns hier wieder hilft in unserem Jammertal. Zu einem sehr großen Reich zu werden, was ja damals der Barbarossa-König geschafft hat, der Kaiser geschafft hat. Barbarossa! Hoffen wir nicht alle auf einen Erlöser aus dem Jammertal? Unser Erlöser sitzt hier. In unserer Bundeshauptstadt. Leider hat unser Barbarossa-Kanzler keine Zeit für uns, da er mit seinen und den vielen miesen Memen anderer zu kämpfen hat. Deshalb suche ich nach Lösungen auf dem Platz des Volkes. Das ist mein Job, Berufsdemonstrant. Aha. Und ich demonstriere sozusagen für die Meinung anderer. Das ist ja super. Also könnt jeder gleich mal hier ein paar Tausend herschicken mit lauter Plakaten. Nee. Es gibt einen gesetzlichen Rahmen, dass hier eine Person stehen darf und demonstrieren darf für eine Meinung. Und deswegen würde es nicht funktionieren. Ich persönlich bin halt eine Person, die sich halt auf gewisse Situationen einstellen kann. Ich bin auch nicht groß geworden mit viel Geld, sondern hatte immer ein bisschen wenig, musste damit auskommen. Und bin halt auch jemand, der halt, wie zum Beispiel den Job mal annimmt oder halt, keine Ahnung, auch durchaus mal in der Gebäudereinigung arbeiten kann oder so eine Sachen halt, der halt immer ein bisschen flexibel ist, als wie nur sein, ja, ich habe das gelernt, also will ich auch das arbeiten oder so. Und an und für sich sehe ich das Ganze so schon positiv, also mein Lebensweg so. Hat Höhen und Tiefen, wie bei jedem anderen auch, aber hey, aus Fehlern lernt man und aus solchen Sachen schöpft man auch wieder Energie, weißt du? Ja. Wir jammern ja, wenn das Essen nicht schmeckt. Die Kinder in Afrika, die jammern nicht. Die sind ja froh, wenn sie was zu essen haben, egal was es ist. Und was denkst du, woher das kommt? Vielleicht, weil Deutschland denkt, wir wären so reich und alles. Und, ja. Und was können wir daran ändern, deiner Meinung nach? Positiv denken. Und sich über das freuen, was es gibt halt. Ja. Nicht über das ärgern, was wir nicht haben. Heute haben wir eine freundliche Person
getroffen. Aber die war nicht aus Deutschland, die war aus Polen. Was sollen die ändern hier? Werdet freundlicher. Zueinander. Ja. Höflicher werden, nicht so rumzicken. Und auch mehr auf andere achten und nicht immer nur auf sich selbst. Und ich glaube, dann ging es hier auch einigermaßen ein bisschen besser. Ja. Stimme ich dir zu. Okay. Blond, aber nicht blöd, ne? Tja, da sage noch einer, die jungen Deutschen würden nur jammern. Also nächstes Mal beim Currywurst holen einfach mal nachfragen, Herr Kanzler. Eine Rechnung habe ich allerdings noch offen. Und zwar mit dem Epizentrum unserer deutschen Matrix, der größten Meme-Verbreitungsmaschine Deutschlands. Ihrem Chefredakteur, Herrn Diekmann, möchte ich gerne die Ergebnisse meiner Reise überbringen und mit ihm zusammen Deutschland glücklicher machen. Ich habe ein Anliegen, und zwar, ich mache einen Dokumentarfilm über Deutschland. Die Stimmung ist ja gar nicht gut, und ich bin der Meinung, dass eigentlich nur die Bildzeitung die Stimmung wieder besser machen kann. Ich weiß nicht, ob man Herrn Diekmann erreicht oder irgendwie einen Pressesprecher, der dazu was sagen könnte. Was ist die deutsche Mentalität? Wo kann man irgendwie was verändern? Und ich bin halt der Meinung, da ist so die Bild so die erste Anlaufstelle, weil es natürlich die auflagenstärkste Zeitung ist. Ach, das ist im Endeffekt 5 Minuten oder so, oder 10 Minuten. Ja, also es ist nur ich und der Kameramann. Wir sind eigentlich nur noch heute in Hamburg. Und ich will ja jetzt irgendwie Konstantin mit K. Schade, haben wir gedacht, Herr Diekmann hätte eine Kaffeepause und dann... Also. Ja? Man hat immer Feierabend. Feierabend? Ja. Achso, der übernachtet hier. Aber er geht sicherlich auch nicht zum Haupteingang raus. Also wenn, dann ist er wahrscheinlich auch... Ja. Okay. Was lerne ich aus diesem Besuch? Erstens, ich bin kein Michael Moore. Zweitens, der da oben interessiert sich nicht die Bohne für Deutschland. Ich will aber nicht so leicht locker lassen, werde in der Nacht nochmal schwermütig und denke, mit meinem Film versagt zu haben. In meiner Verzweiflung rufe ich eine alte Freundin an. Wir müssen ja eigentlich nur warten, bis die Bild-Zeitung irgendeine riesenfette Schlagzeile rausbringt. Alle glauben das. Nee, brauchen Sie nicht. Die Bild-Zeitung hat das schon so oft, ist es schon so oft nachgewiesen worden, dass die missbauen. Bringt ja alles nichts. Also das Ziel ist nicht, Bild-Zeitung zu verbieten. Da kommt eine andere Zeitung und macht dasselbe. Das ist nicht der Witz. Viel wichtiger ist es, Einzelne zu immunisieren durch Hinweise, wie Sie sie geben wollen. Der Witz ist, dass mehr und mehr Leser kapieren, was passiert. Da bin ich aber beruhigt. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich eine große Depression bekommen. Wir haben es geschafft. Wir sind am Ende von Deutschland angekommen und haben gesehen, wie schön unser Land ist. Wir Bewohner sind zwar ein wenig geisteskrank, sind Dichter, Denker, Richter, Henker, ehrliche, fleißige und gründliche Jammerer, haben miese Meme, sind depressiv gehemmt und dazu noch ein wenig schizophren. Doch wir haben eine Chance. Wie der Geisteskranke, der denkt, er wäre ein Huhn und zu seinem Arzt sagt, Herr Doktor, ich weiß, dass ich keine Henne bin, aber ich brauche eben die Eier. So müssen wir Deutschen eben die Eier unserer Krankheit nutzen. Zum Beispiel mal gründlich sein im Suchen, was geht. Also jetzt gehen wir ja noch beide noch zur Schule. Dann werden wir das Abitur ablegen, ich hoffe auch sehr gut. Und ja, dann geht's weiter zum Studium. Und ich denke schon, dass ich da also oder dass wir einige Chancen noch offen haben. Hoffentlich. Ja, da muss man sich einfach Mühe geben. Also ich meine, man muss sich eben herausheben aus der Menge und man muss einfach sein Bestes tun und da eben ziemlich ehrgeizig an die Sache rangehen. Und wenn ich dann eben zur Schule gehe und keine Einstellung habe und einfach nur sage, mir wird das alles zugeworfen, das ist heutzutage nicht mehr so. Und deswegen tut man eben was dafür und dann schafft man das auch. Habe ich hier mit einer zukünftigen Bundeskanzlerin gesprochen? Ich weiß es nicht. Uns Deutschen steht auf jeden Fall eine großartige Zukunft bevor. Mir konkret steht ein ganz anderes, großartiges Ereignis ins Haus, für das ich eigentlich diese Reise angetreten habe. Hallo.
lecker. Das ist doch weich, merkst du das? Drei hat sie. Kennst du noch meine Stimme? Ja. Ich hast ja auch immer gehört, ne? Ja. Jetzt bist du auf einmal da. Auch ich habe ein solches Ei unserer deutschen Geisteskrankheit mal genutzt und gründlich nachgedacht. Was kann jeder konkret machen, damit unsere Zukunft großartig wird? Zunächst müssen wir unseren Memsaustall im Kopf aufräumen. Dann müssen wir auch mal unsere Politiker loben, zum Beispiel unseren Präsidenten. Der ist doch auch nur ein armer Deutscher. Und wir müssen Journalisten klar machen, dass ihnen nicht gleich der Kopf abgerissen wird, auch wenn sie mal auf dem Teppich bleiben. Ein Depressiver glaubt ja, dass er keinen Einfluss mehr auf sein Leben hat. Ich und Deutschland sind nicht depressiv. Ich weiß, dass wir es schaffen, wenn wir nur W-O-L-L-E-N. The all-new, super-handling Honda Legend.